Sie werden hergestellt wie vor 100 Jahren, die Osterhasen aus Steinach. Zuerst schaut Jochen Coburger in einen großen Bottich. Papier ist drin, Schlemmkreide. Der Rest ist ein Betriebsgeheimnis. Er gießt alles in Gipsformen. Und wenn Sie hier reinschauen, da sehen Sie schon, das dauert ein paar Sekunden und nachher saugt der Gips sozusagen das Wasser aus der Gießmasse raus. Manche Häschen werden auch gepresst. Im Papierteig ist dann mehr Ton und Leinöl drin. Susanne Meissner sucht sich eine der historischen Formen aus. Wir können auch hier mal so ein kleines Häschen herstellen. Das wird dann schön eingedrückt. Aber früher wurde das Tier nicht mit der hydraulischen Presse gemacht, sondern mit der kleinen Handhebelpresse hier nebenan. Und das war noch anstrengend. Das war eigentlich eine Männerarbeit früher. Bei den Hohlkörpern gießt Jochen jetzt die Formen aus. Das muss man auch wieder ganz vorsichtig machen. Wenn man das jetzt mit einmal rumdrehen würde, entsteht da innerdrin ein Unterdruck. Und da kann es sein, dass die Figur zusammenklappt. Der Gips hat an der Außenhaut das Wasser rausgezogen. Die Haut wird fest. Jetzt muss das Häschen erst mal trocknen. Dann kommt es zu Tanja Gössinger. Wenn man das nicht gesehen hat oder nicht hier arbeitet, glaube ich nicht, dass die Leute das erkennen, wie viel Arbeit in einem Hasen steckt. Bei Tanja kommen alle Hasen vorbei. Sie entgratet sie und setzt sie zusammen. Tanjas Kollegen grundieren und bemalen. So wie die Häschen aussehen, könnten sie auch aus Porzellan sein. Erst wenn man sie in die Hand nimmt, merkt man, wie leicht sie sind. Aus Pappmaché eben. Das Besondere ist die Patina. Wieder so eine Geheimmischung Steinach, diesmal mit Harzen und Leinöl. Erst sie gibt den Osterhasen den unverwechselbaren Look.